Und Volkstagskrieger erreichen das heroische Zeitalter. Ich bild mal ein paar Herzen aus, da wir uns hier hauptsächlich wohl mit Frostriesen rumkämpfen. Weil Volstagg ist der König der Frostriesen. Also wer sich noch an die Hauptkampagne erinnert, da gab es eine Mission, wo wir mit einem Banner rumrennen mussten. Zwei Missionen sogar. Die eine war am Schluss ein bisschen heftig. Und das hier sieht aus, als ob hier ein Weg ist. Rennen wir uns mal hier einfach durch. So. Wir könnten die Dorfzentren verbessern. Wir könnten aber auch einfach mit unseren paar Hersen, die wir schon haben, noch ein paar Häuser errichten. Drei Stück. Naja, wir haben schon hier sechs Stück und auf der Insel haben wir auch noch ein Haus. Und ja, was haben wir hier weggebrannt? Ein Weg zu einer weiteren Reliquie. Seht, eine Reliquie dort bei den Bäumen. Senkt die Kosten für ihre Belagerungswaffen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Brock. Geh und hol mal die Reliquie. So, noch zwei. Euch schicke ich mal zurück ins Lager, weil jetzt gibt es hier eigentlich kein Wild mehr. Werde ich mich hier mal weiter umschauen. Und noch zwei Kühe finde. Gut. Mehr Sichtweite ist auch nie verkehrt. Doch, das sind Schleißenwaffen. Okay, dann die beiden Upgrades. Und ich habe nicht genug Holz für neue Felder. Und ja, ich errichte die Felder hier rum, weil wir brauchen die Ochsenkarren. Dafür lasse ich lieber die Jungs auf den Feldern schneller arbeiten. Und meines Ermessens reichen vier Felder, da wir ja so viele Fischerkutter haben. Nein, du bist Holzfäller, also fällst du Holz. Jetzt kann ich euch da runter schicken. Du warst gar kein Holzfäller, du warst Erntearbeiter. Also ein Landwirtswerk. So, also baust du hier. Nein. Du bringst die Reliquie hier in Sicherheit. Und ihr geht zu den anderen Kühen. So, Hersen. Oh, Troll. Troll ist nicht so schön. Den können wir allerdings leicht wegmachen mit unserer kleinen Armee hier. Ich sollte noch ein paar mehr Hersen ausbilden. Oder bevor ich die ausbilde, verbessere ich erst einmal die Kasernen. Ein bisschen. So, Gold kommt rein. Brock hat das Ding abgeliefert. Sehr gut. Oh, und wir haben ein... Zwei, drei. Es fehlen noch sechs. Volstagg hat mein Vieh gestohlen. Wenn ihr mir helft, es zu finden, besser.
Oh. Und zwei haben wir schon abgeliefert. Sehr schön. Wir müssen also, wie man sehen kann, 6 Kühe dem abliefern, damit er uns einen Geheimweg zeigt. Kann ich das kurz anzeigen? Diplomatie. Mitspieler, genau. Volstag hat mein Vieh gestohlen. Wenn ihr mir helft, es zu finden, zeige ich euch einen Weg durch die Berge, der sicherer ist als der von Volstag. Dann schicken wir ihm auch mal die Kuh hier. Und ja, wir brauchen ihm nur die 6 Kühe schicken. Wir können ihm aber auch alle schicken. Natürlich reichen die 6. Hier sind nämlich noch 13 Stück. Die könnten wir theoretisch zurückschicken, um für bessere Nahrung zu sorgen. Elmer! Jo. Und wir haben noch eine dritte Siedlung. Okay, jetzt hätten wir eigentlich mehr als genug Bevölkerungslimit. Erkunden wir aber erstmal die Karte noch weiter. Und holen uns unsere kleine Armee zusammen. Also wie man sehen kann, wir haben größtenteils Ruhe vor dem Gegner. Er kommt hier nicht einfach raus. Hauptsächlich müssen wir uns mit seinen Schergen rumschlagen. Schicken wir schon mal die Kühe hier hin. Und nö, wir brauchen die Kühe. Wir können die Kühe eigentlich alle loswerden. Der nimmt sie dann einfach alle mit, die wir finden. Und hier haben wir zwei Bergriesen, die gerne auf armen kleinen Zwergen rumtrampeln. Wir brauchen einen. Seht, eine Reliquie dort bei den Bäumen. Jetzt braucht ihr keinen neuen mehr. So, entwickeln wir mal die Dorfzentren einfach weiter. Und ja, hier haben wir noch 2 Kühe übrig. Also ja, Volstack hat wirklich hier ziemlich viel kaputt gemacht. So, Brock bringt das weg. Während wir noch 2 Ochsenkarren hier in unserem Hauptdorfzentrum uns besorgen. Da müssen wir gucken, wo wir Holz schlagen. Am besten hier drüben. So. Sind die 2 Kühe unterwegs? Scheinen unterwegs zu sein. Und wir haben alles jenseits des Passes jetzt aufgedeckt. So, das heißt, wir schicken die Kühe einfach hier hoch zum Elite-Haskal und seinen 3 Sammlern. Also der ist eigentlich nur, wahrscheinlich nur Viehtreiber. Clarabel! Elsie! So. Bessie, endlich sind alle meine Rinder in Sicherheit. Danke. Dieser Pass hier wird euch in die Nähe der Höhlen bringen. Seid vorsichtig. Jo. Also ja, wir ziehen erstmal unsere Armee hier wieder beim Heilbrunnen zusammen, dass die ein bisschen aufgestockt wird. Beziehungsweise hochgeheilt wird. Das Dorfzentrum da oben können wir in Ruhe lassen. Euch schicke ich jetzt doch hier oben hin. Weiter Gold sammeln. Und ja, bei der Nahrung, die ich habe, kann ich es mir auch erlauben, die Verbesserung zu machen. Und in einem abgelegenen Dorfzentrum die Verbesserung. Ich könnte theoretisch auch mein Gold und mein Holz, also jedenfalls mein Gold, weil mein Holz hatte ich eigentlich schon verbessert soweit. Und ja, wir kriegen sogar seine Zelte. 2 Zelte. So, jetzt gucke ich mal kurz. Habe ich noch meinen berittenen Stoßtrupp hier?
Nein, den scheine ich verloren zu haben. Ah, wo ist Brock? Brock ist hier. Dann schicke ich mal kurz euch los, um zu gucken, ob er alle Kühe auch mitgenommen hat. Truppenmäßig sieht das eigentlich ganz gut aus, was ich hier habe. Deswegen bewege ich die auch mal hier hoch in die Richtung. Oh nein, er hat wirklich alle Kühe mitgenommen. Und ist halt hier über den Kartenrand verschwunden. Jo, hier runter und weg ist er mit allen Kühen. Du kannst ruhig noch etwas näher ran. Und ja, hier ist Brocks Clan, also das der hellblaue Verbündete. Zwergenwaffenkammer. Könnte ich noch die Schilde verbessern? Will ich eigentlich nicht. Ich will bloß mit meinen Truppen jetzt hier durch das Portal durch. Und auf der anderen Seite müssen wir da noch ein paar Militärgebäude erstmal errichten. Also, die Ochsenkarren lasse ich erstmal hier. Dafür schicke ich alles andere hier durch. Das kommt dann auch schön hier drüben raus. In einer kleinen... in einem kleinen abgelegenen Tal. Und hier bitte eine Bergfestung erstmal errichten. Damit wir mit ein paar Ramböcken auflaufen können. Na komm, noch ein bisschen bessere Schilde. Weil jetzt sehen wir es schon, da oben hat der Feind. Also Volstag hat da oben eine Mauer im Weg. Durch die wir auch erst durch müssen. Also verbessern wir erstmal die Ramböcke und dann tun wir 2, 3 ausbilden, sobald wir genug Holz dazu haben. Errichten 2 Langhäuser, jetzt haben wir wieder nicht mehr genug Holz. Halb so wild. Die Zwerge hier liefern ja genug ab. So, und irgendwas ist jetzt fertiggestellt worden. Wahrscheinlich hier, genau. Panzerung aus Meteoriteneisen. Eigentlich besser die Waffen. Hammer der Götter. Yay. So, noch ein paar Hersen. Und Ramböcke. Wir müssen einfach bloß hier rein durchkommen und gut ist. So, ein Rambock und gleich noch einer. Dann können wir schon mal mit unseren Truppen vorrücken. Mal ganz nett Hallo sagen. Oh ja, wir sind wirklich den ganzen Weg hier lang, von hier bis hierher, konnten wir umgehen. Wir müssen uns jetzt nur noch hier durch die Mauer durchschlagen und das, was dahinter ist, erledigen. Dazu nehmen wir am besten jede Menge Hersen, da der Gegner wahrscheinlich uns mit jeder Menge Riesen ärgern wird. Da ist ja hier Fortstacks Pass ist, den wir hier durchqueren wollen. Dem König der Riesen. Jedenfalls war er das zu dem Zeitpunkt, bevor Gargarensis gekommen ist. So. Hier durch gegen das Dorfzentrum des Gegners. Da müssen wir doch durch die Mauer durch.
Ja, und der Gegner hat auch ein paar Axtkämpfer im Angebot. Gut. Ochsenkarren. Können hier durch. Und ja, das Dorfzentrum ist wahrscheinlich hauptsächlich dazu da, dass wir es einreißen, besetzen und hier Ochsenkarren bauen. Für den Fall, dass das schief läuft. Aber wie man sieht, der Gegner beachtet uns kaum hier oben. Das ist also eigentlich nur eine nette kleine geskriptete Mission. Ziemlich linear, wenn man das mit den Kühen richtig macht. So, und jetzt brauchen wir noch Brock. Brock, wo ist Brock? Das sind die Ragnarok-Helden. Ach, da ist Brock. So, die Ochsenkarren sind durch und Brock ist auch gleich durch. Nur weiter!